Willkommen, Heroes and Generals, Freunde. So, nach längerer Pause melde ich mich auf dem Schlachtfeld zurück. Der Countdown läuft bereits. Alle Voraussetzungen sind hier gut. Ich hoffe, es wird eine spannende Runde. Ja, längere Pause war ja jetzt von Heroes and Generals. Wir waren mehr mit Rust beschäftigt. Wir sind Funnybone und ich, ne? Ist ja klar. Ja. Und jetzt werde ich mal wieder zusehen, dass ich ein bisschen was von Heroes and Generals hier zusammenbekomme. So, wie ihr seht, Sniper. Ne? Ich werde das Ganze wieder so ein bisschen außer Distanz verfolgen und probieren hier den einen oder anderen außer Ferne zu eliminieren. Ja, für mich hier eine gänzlich neue Map. Hier habe ich noch gar nicht gespielt. Ich bin gespannt. Sieht ganz cool aus bis jetzt so auf dem ersten Blick. Es waren zwei kleinere Gruppen. Wir werden sehen, was hier abgeht. Ich höre schon die ersten Schüsse. Das ist doch schon mal recht positiv. Bin mal gespannt, komme ich hier hoch. So, ob das jetzt so schlau ist, hier oben rüber zu gucken. Ich weiß es nicht. Es ist extremst nebelig, ne? Also die Sicht ist hier stark behindert. Ja, mal gucken. Ob wir was reißen oder nicht. Hier muss man erstmal gucken, ne? Was ist Feind und was ist Terrain. Das ist einer von meinen Jungs. Den lasse ich mal leben. Beziehungsweise ich glaube, Teamkill geht gar nicht. Weiß ich gar nicht. Habe ich nie ausprobiert. Werde ich jetzt auch nicht. Mal schauen. So. Ich sprinte einfach mal hier den Kollegen hinterher. Die werden schon wissen, wo es hingeht. So, er checkt da schon die Lage ab. Da hinten ist schon feindliche Eroberung in Sicht. Und ich höre ein Fahrzeug. Da schlug gerade schon ein Schuss ein, also wird der Feind nicht allzu weit weg sein. Aber die Sicht ist echt bescheiden, möchte ich mal sagen. So. C1 ist vom Feind eingenommen. Ich denke, ich werde mal zusehen, dass ich da so in die grobe Richtung komme. Na, wieso will er denn da nicht hochspringen? Ich hatte gerade die Überlegung, mich da drauf zu legen. Pfeffer da mal eine Granate blindlings rein und werde. Ah! Da flog dann die Leiche des Feindes durch die Gegend. So. Okay, wir pirschen hier so langsam alle um die Ecke, aber ich glaube, da ist schon keiner mehr. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich kann hier niemanden sehen. Aber es ist echt mega nebelig. So, ich werde mal jetzt hier ausgehen. Boah. Aus dem eingezäunten Terrain raus. Ja, ich glaube, hier pfiff mir gerade schon ein Schuss um den Kopf. Wie ich schon sagte hier, ich habe Orientierungsprobleme. Die Map ist gänzlich neu. Ich habe keine Ahnung. Ah, aus welcher Richtung ich hier mit Feinden rechnen kann, ich wollte es gerade sagen. Dann hatte ich ihn im Visier, aber ja, der Gegner war schneller. Ich spawn jetzt mal ganz im Außenbereich hier. Mal gucken. Ja, der Nebel macht es mir hier echt nicht einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es neblig ist bei Heroes and Generals, dann richtig. Ja, los, komm. Lass mich spawnen. Jawohl. So, da ist er schon wieder C. Erstmal gerade ein kleiner Check hier aus der Distanz. Mal gucken, ob wir uns hier irgendwo in Deckung begeben können. Der Hügel bietet sich ja schon an. Wobei da natürlich hier schon wieder freies Schussfeld vom Feind ist. So. Okay, hier sind wir wieder in diesem eingezäunten Bereich. Ich werde mal da den nächsten Hügel probieren zu erstürmen. Ich hoffe, ich komme auch lebendig da an. Mal schauen. Erst mit dem Nebel macht es echt unheimlich hier. Kann ich nicht oft genug sagen. Ich habe keine Ahnung, ob da hinten irgendwo ein Dickicht jemand liegt. Das wird man dann erfahren, spätestens wenn man hier umkippt. Irgendwas scheint so ein Eingangsbereich zu irgendeiner Hütte zu sein.
alles täuscht, könnte das ein Fahrzeug darstellen. Kann man anhand der Konturen hier echt nur erahnen. Ich glaube, ich hätte doch ein bisschen mehr im Geschehen spawnen sollen. Jetzt bin ich hier sehr weit ab vom Schuss. Aber gut. Hilft ja alle nichts, ne? Nee, okay. Mein Fahrzeug entpuppt sich hier als Busch eindeutig. Ist mir auch lieber als ein feindlicher Panzer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da ziehe ich dann meist den kürzeren. Ja, die Map so an sich fände ich cool, aber ich glaube, sie würde mir mehr liegen, wenn es hell und freundlich wäre, das Wetter. Weil so ist es tatsächlich arg schwer, hier irgendwas Feindliches zu identifizieren. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ich muss, glaube ich, da noch komplett über diese Hügelkuppe, bis ich überhaupt annähernd in Sichtweite gerate. Also echt hier am Arsch der Welt gespawnt. Wahrscheinlich wortwörtlich am Arsch der Map hier. Gut. Ich arbeite mich mal vor. Mal gucken. Ich werde jetzt hier noch den Hügel erklimmen, von oben mal wieder runterspähen. Und dann hoffentlich den einen oder anderen vor die Flinte kriegen. So, mal gucken, wie das hier hinter aussieht. Wahrscheinlich muss ich noch einen Hügel erklimmen, wie das jetzt ausschaut, ja. Ja, ich habe eben auch kein Fahrrad gesehen oder so, beziehungsweise ich habe auch ehrlich gesagt nicht wirklich drauf geachtet. Sonst wäre ich hier auf jeden Fall schneller mobil. Gut. Ja, ich näher mich C1 und dann werde ich mich ins Dickicht verschlagen und mal gucken. Na, hier im Hügel hat er echt Probleme mit dem Zielen gerade. So, jetzt sieht das besser aus. Da scheint auch der ein oder andere Kollege aus meinem Team schon rumzulaufen. Also noch weiter ran. C1 scheint gleich von uns erobert zu sein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Gut, mal gucken. Das ohne Gegenwehr kann ich mir nicht vorstellen. Da, schemenhaft sehe ich einen meiner Jungs rumlaufen. Das ist aber auch alles. Schüsse höre ich. Das ist, ja, man weiß es nicht, ne? Situationsbedingt gutes oder schlechtes Zeichen. Mal gucken. So. Auf jeden Fall sehe ich Fahrräder, Fahrzeuge etc. Das wäre schon mal gar nicht so verkehrt. Dann würde ich schneller wegkommen gleich. So, das ist meiner. Nicht mal ausmachen, hier in welche Richtung geschossen wird. Ich sehe echt niemanden. Schweinerei hier. Magnum ab vom Schuss. Ja, könnte ja fast der Titel der Folge werden. Da war ein Kollege auch am Snipern, beziehungsweise kein Kollege, ne? Natürlich ein Feind, der das cleverer macht. Der rennt hier nicht übers offene Feld. Blindlings auf der Suche. Ja, manchmal muss ich sagen, bin ich dazu zu ungeduldig. War auch eine kurze Runde. Ja, weiter geht's. So, Päuschen ist um, neue Map gefunden. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich diese Map kenne. Ich glaube, das ist die mit der Brücke in der Mitte, wo ich eine ganz gute, wie ich denke, Sniper-Folge schon gedreht habe. Ich bin gespannt, ob ich da richtig liege. Ja, doch, das wird das sein. Ja, auf zum Ufer würde ich sagen, Richtung Brücke, denn da wird sich, denke ich, gleich am meisten was tun. Komme ich hier überhaupt durch? Ich weiß es nicht, doch da rechts runter, rechts-links-Kombination. Ah, ging ja richtig fix hier zur Brücke, wobei das nicht die ist, die ich jetzt gemeint hatte, ehrlich gesagt. Mal gucken, ob ich mich hier hinter den Kaimauern verschanzen kann.
Ja, wir haben ja schon eine gute Sicht auf die Ruine. So, an dem Ufer scheint sich da noch nicht allzu viel zu tun. Ich weiß es jetzt gar nicht. Stürmen wir schon direkt drüben die Seite oder bleibe ich erstmal noch hier in Deckung? Zu sehen ist da noch nichts. Ja, ich hätte mir doch mal ein Fahrzeug organisieren sollen. Dann hätte ich da direkt mal rüberradeln können. Ich werde mich jetzt mal in dem Häuschen da oben in der Brücke verschanzen. Nicht in der Brücke, auf der Brücke, muss es heißen. Ja, ich hoffe, dass ich da oben in den Turm reinkomme, aber das sieht ganz gut aus. Jawohl. Das könnte ja eine recht schicke Position hier ergeben. So, freie Sicht dahin auf die Felder, auf die Ruine. Mal gucken, ob das hier was wird in der Stellung. Stellung klingt immer schwierig, ich sollte Position sagen. aber okay. So, ich sehe gar keine feindliche Bewegung im Augenblick. Wird sich wahrscheinlich alles noch hinter dem Wald da tummeln. Da ist auch noch ein Sniper-Kollege meinerseits. Gut, er hofft hier genauso auf feindliche Aktivität. Dann werden wir mal warten. In guter Sniper-Manier einfach sitzen und lauern. Wobei das ehrlich gesagt nicht so mein Ding ist. B ist in feindlicher Hand. Ja, da kommt mir ja schon wieder der Gedanke, rückwärts zu gehen in die Stadt rein und da mal ein bisschen die Augen aufzuhalten. Aber da in den verwinkelten Gassen tut sich auch nichts. Jetzt stehen wir hier zu dritt auf dem Turm und warten. Offensichtlich sind die Kollegen auch ein wenig planlos hier. Keiner weiß, aus welcher Richtung wir jetzt angegriffen werden. Okay. Ja, mir macht immer so ein bisschen das Ufer hier Sorgen. Weil da wird natürlich auch gerne gelauert in Deckung gelegen. So. Ich werde mich jetzt mal Richtung B3 ist es, begeben. Und dann schauen wir mal. Ach, schon wieder der Nils. Ja, einer unserer Abonnenten. Wieder mal mit mir dabei. Habe ich gerade gar nicht gecheckt. Wahrscheinlich war er das auch, der da mit mir auf dem Brückenturm da stand. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, er will mich auf dem Fahrrad da mitnehmen. Aber ich werde mich jetzt hier zu Fuß durchschlagen. Aber bis ich da bin, ich sehe gerade... Ne, doch nicht. Ich habe mich gerade vertan. Ich dachte, B4 wäre ja schon in unserer Hand, beziehungsweise wäre jetzt zurückerobert, aber nein, es geht um B3. So. Okay, da scheint es ein bisschen zu scheppern da unten. Gut. Werde ich jetzt mal probieren, hinterrücks von der Seite da flankiert anzuschleichen. Da hinten sehe ich auch schon ein blaues Dreieck. Offensichtlich haben mehrere die Idee. Uah, zack. Ja, und da habe ich gleich ein Eingeschenk bekommen. Also Rückzug. Ja, direkt von der anderen Seite nochmal versuchen. Was ist das da? Okay. Schneller ins Haus reinkommen. Zweite Etage. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir... Ah, Mist, wieder so ein Haus hier ohne Fenster da oben. So. Hinten Teamkameraden, das halte ich schon mal für nicht verkehrt. So, jawohl, der erste feindliche Kontakt da. Ja, ich fände es schön, ich könnte sagen, die Explosion wurde durch meinen Schuss hervorgerufen, dem ist aber definitiv nicht so. Jetzt muss ich mal überlegen, werde mal hier hinten auf der anderen Seite raus und gucken, ob ich da eine schönere Position finde. Oder ich verschanze mich in B4. So, das letzte Mal, dass ich diese Map gespielt habe, da waren wir ja Angreifer, kamen von der anderen Seite. Das war schon recht spannend, da an der Brücke durchzukommen. Und ich habe noch überlegt, die scheiß Mine, ich habe sie ja eindeutig gesehen. Ja, gut. Rot, eigentlich signifikantes Warnzeichen, nicht für Mac, der muss es ausprobieren. Ja, scheiße. Kann man nicht anders sagen. Okay. Dumm gelaufen.
So. Na, hier wieder Sackgasse. Da sollte ich rüberkommen, denke ich mal, anhand der Kiste. Okay. Ja, wenn ich in eins dieser Häuser reinkäme und dann natürlich auch noch zum Ufer gelegene Fenster hätte, das wäre natürlich sehr geil, aber das scheint mir hier alles verbarrikadiert zu sein. Ja, guck, gibt es ja welche Zwischengänge, wunderbar. So, das ist doch vielleicht gar nicht so verkehrt hier gerade die Ecke. Jetzt war da noch jemand gerade auf dem Fahrrad unterwegs. Wo ist er hin? Ist da im Dunkeln verschwunden? Für mich gerade außer Sichtweite. Oben auf dem Dachboden scheint sich auch nicht so. Aha. Na, okay. Angekratzt haben wir ihn schon. Ich hoffe, dass ich ihn beim nächsten Mal erwische. Jetzt tat sich auch oben eine Etage höher auf dem Dachboden gerade was. Ja, okay. Tja, Mist. So schnell sind die Kugeln dann doch nicht. Ich habe die Vermutung, dass da oben einer liegt. Dann wäre ich ja genau in seiner Zieloptik jetzt gerade wahrscheinlich. Ist. Nee, doch nicht da oben. Nicht keiner. Nee. Ja, generell finde ich die Position jetzt hier gerade gar nicht so schlecht. Wobei von links... Ah, da tut sich gerade wieder was. Von links hätte man wahrscheinlich bessere Sicht unten auf die Brückenpfeiler. Könnte da agieren. Da, zack. Ja, das ist nochmal gut gelaufen. Schöner Schuss. Aber ich meine, dass ich da eben noch einen gesehen habe. Ja, gut, hier stehe ich zu offen. Das ist mir zu gefährlich. Darf man jetzt doch hier die Position wechseln. So. Okay, das Ufer sieht ja relativ sauber aus. Dass man in dieses Haus hier nicht reinkommt, das finde ich ein bisschen ärgerlich. Das wäre mit Sicherheit eine coole Position. Dicker Panzer am Start. Aber wie das mit Panzern so ist, die fahren meist direkt ins Krisengebiet. Da möchte ich erstmal von wegbleiben. Da hinten tut sich was. Jetzt hier hinterm Gestrüpp verschwunden, aber da war eindeutig Feindbewegung. Da die zweite Etage und den Dachboden im Auge behalten. Ja, hilft alle nichts. Ich muss von links die Sicht da drauf kriegen. Am liebsten von links und ein bisschen erhöhte Position. Das wäre natürlich total ideal. Ah, das war eine Reaktion. So. Ja, ihr seht, die rennen alle links rum und dann wollen sie wahrscheinlich parallel zur Brücke hier durch den Fluss. Okay, den erwische ich nicht mehr. Wo ist er hin? Gar nicht mehr in Sichtweite. Ah, das ist gut. Tummelt euch mal alle da, möglichst im hellen... Wow. Ja, wir wurden entdeckt. Und auch ebenfalls verwundet. Ah, so viel zu verwundet. Der hat diesmal gesessen. Aber immerhin haben wir ihn auch hier 31 EP schon mal verbraten, sage ich mal. Ja, ich spawn direkt im D4. Nicht direkt im Gefecht. Vom B4 aus haben wir dann auch die Sicht, wovon ich eben sprach. Und zwar von auf die linke Seite der Brücke. Das könnte eventuell ein bisschen idealer sein. Wenn mich nicht alles täuscht, war da nämlich auch ein Dachboden. Okay, das ist ja Feind in Sicht im Wasser. Tatsächlich, da schwimmt einer. Kann ich den erwischen? Ja, erwischen schon, aber nicht killen, ne? Ah, ich glaube, der treibt da auch nur noch. Den hat es erwischt. Aber was ist mit dem Dreieck da? Wird so halbwegs unter Wasser angezeigt. Okay. Ich werde jetzt hier mal vorsichtig versuchen, um die Ecke zu... Ja, um die Ecke zu loopen, wollte ich sagen. Und da war ich dann selber nass auf einmal. Nee, das war jetzt nicht so der Plan. So.
Am liebsten würde ich natürlich auf die Etage höher, aber das ist natürlich auch sehr riskant, dann das Unterfangen. Hier die gute Position, Sicht super auf die Brücke. Allerdings sehe ich dann das Haus nicht. Ja, no risk, no fun, ne? Ich werde es probieren. Genau, ja, zack, jetzt muss ich mal hinlegen und mal gucken. So. Da sind unsere Jungs eingekesselt. Leider kann ich nicht erkennen, von wem sie da oben geschossen werden. Ja, der Nils ist auch drüben auf der feindlichen Seite. Aber ich kann den Jungs beim besten Willen gar keine Rückendeckung geben von hier, weil ich sehe keinen. Ja, er steht da. Zielt in unsere Richtung, so wie das ausschaut für mich. Na, ist hier ein Schuss eingeschlagen? Gerade echt das Gefühl, hier geschossen zu werden in der Position. Ja, wenn hier der Pfeiler, das ist der, der mir so ein bisschen im Weg ist, der versperrt mir die Sicht ins Haus. Da. Da, mal gucken, ob der Typ auf dem Fahrrad erwischen. Nee, sieht nicht so aus, ne? Ach, das elende Nachladen hier wieder. Feind in Sicht. Da. So, der Fahrradfahrer ist natürlich entkommen. Da scheint sich auch nichts mehr zu regen. So. Ja, Mist, jetzt bleibt er mal kurz stehen. Kaum drücke ich ab, flitzt da wieder los. Ich glaube, die Position ist gar nicht verkehrt, wenn ich denn mal einen treffen würde. Ich werde den da jetzt mal ein bisschen im Auge behalten, wenn er sich günstiger... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Beim besten Willen treffe ich den Typen nicht. Was ist denn da los? Los, lad schneller. Entweder hat er die Seite des Pfeilers gewechselt. Gehe ich da ein? Prophylaktisch mal drauf schießen, aber nein, da liegt keiner. Wo ist denn der Typ hin? Der ist weg. Ja, unsere Panzer sind ja jetzt auch schon bereits auf der Seite. Dann werden wir die Stopper wieder gestellt. Ne, auch von hier kriege ich keine Sicht auf den Dachboden. Sehr schade. Ja, wirft nicht viel Nützen. Ich muss da, denke ich mal, auch jetzt langsam aber sicher rüber. So. Jetzt mal hier durchs Dickicht. Zumindest jetzt so auf den ersten schnellen Blick. B3 wird von uns eingenommen. Hm. Okay, nee. Dann werde ich auch die Seite wechseln, also die Flussseite. Und dann schauen wir mal weiter. Verschanze ich mich da im Wald. Und ja, werde versuchen, den Jungs weiterhin Rückendeckung zu geben. So, das hat ja bis jetzt halbwegs geklappt. Heil drüben angekommen, schon mal die erste Hürde genommen. So, weiter bergaufwärts. Ja, B2 soll jetzt das nächste Angriffsziel hier werden. Ich schließe mich einfach mal den Jungs an. Schauen wir mal. Okay, B2 ist jetzt langsam in Sicht. Aber hier muss die Lage fallen. Da geht schon zur Sache, wie man hört. Gucken, ob ich das Ganze mal wieder flankieren kann. Dass ich da nicht mitten im Gefecht lande, weil da hat man dann als Sniper echt, da zieht man definitiv den Kürzeren. Ich höre einen Panzer, ich sehe keinen. Ich höre ihn aber. Bleibt nur zu hoffen, dass das einer von unseren ist. Ja, B2 ist auch schon eingenommen unsererseits. Läuft.
So. Ja, bis jetzt wieder wenig Kills meinerseits. Das lief schon mal besser. Aber man kann auch nur jemanden killen, wenn man jemanden sieht. Das ist nun mal so. Stoppt nur den Panzer mit ein. Ja. Oder auch nicht. Ne, die wollen nicht, dass ich mitfahre. Okay. Ja, ich kann mal hinterher. Ist ja schon mal eine recht gute Deckung. So, B ist das neue Angriffsziel. Straße liegen äußerst ungünstig. Wir werden jetzt auch mal rechnen. Gucken, ob wir hier mal einen zu Gesicht kriegen. Ja. Immerhin schon mal der zweite Kill. Na, ist da einer am Fenster oder nicht? Nee. Ja, ich glaube, das wird eine relativ zügige Nummer unsererseits. Oh, ich sollte nachladen, sehe ich gerade. Sturm auf B, B1 in diesem Fall. Ich nehme jetzt mal hier lieber eine Handfeuerwaffe in der Hand. Falls es doch zum Nahkontakt kommt, wovon ich jetzt mal fast ausgehe. Ja, ging ja echt zügig, dass wir das hier eigentlich haben, meine ich. Und es ist mal eine der seltenen Maps, wo mein Team gewinnt. Zumindest behaupte ich das jetzt mal so. Im Moment sieht alles danach aus. Okay. So, rein in die gute Stube. Na, rein, nicht vorbei. Okay, da wird gerade wieder was eingenommen. Für mich wieder unerkennbar von wem. Ich sehe keinen. Junge, Alter, stellt. Ja, läuft da. Ne? Alle wollen ans Fenster, alle wollen das snipern hier. Dann gehe ich doch in die etwas höher gelegene Etage. Bevor die Jungs mir da an dem Weg stehen. Aber ich sehe tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob die Kollegen da schießen. Ich kann keinen sehen. So, für mich immer noch keiner in Sichtweite hier. Ich bin mal gespannt. Nicht da noch einer in der Bude? Nee. Wenn die Jungs da gefallen. So. Ja, super. Ich dachte, der fährt jetzt los. Doch, jetzt langsam aber sicher setzt er sich in Bewegung. Gut. Weil ich da höchstwahrscheinlich zu Fuß schneller gewesen wäre. Ja, dann springe ich hier doch mal wieder raus und begebe mich doch zu Fuß hier den Berg runter. So, was ist denn jetzt hier noch einzunehmen? Ich weiß es gar nicht. B2 ist in unserer Hand. Ich begebe mich von B weg und B ist der Punkt, der gerade hier feindlich eingenommen wird. Der Typ auf dem Balkon kriegt es auch noch nicht mit, dass da sich was tut. Ne, wir erobern ihn gerade zurück, aber offensichtlich war er einfach Kontakt. Noch eine Handfeuerwaffe vorsichtshalber in der Hand. Ja,
gleichen Psychos spielt man in einem Team und gewinnt die Runde trotzdem. Ja, läuft doch. Eine gewonnene Runde. 20 Minuten haben wir jetzt auch voll hier im zweiten Teil dieser Folge. Dann soll es genug sein für diese Runde. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kommentar etc. Ihr kennt das Prozedere. Ansonsten schaltet wieder ein, wenn es wieder weitergeht bei Heroes and Generals. Bis dahin, macht's gut und bis die Nächte. Ciao.